Herzlich willkommen bei Slevin Streamt Sport. Wir spielen den Cycling Manager 23 und ich habe ja schon unzählige, hunderte, wenn nicht schon tausende Videos zum Cycling Manager hochgeladen. Aber heute wird es das erste sein zum Thema Pro Cyclist. Wir spielen nämlich zum ersten Mal diesen Modus hier. Schlüpfen Sie in die Rolle eines jungen, frisch gebackenen Profifahrers und erklimmen Sie die Karriereleiter. Das heißt also, ich steuere nicht nur ein einziges Team, sondern ich steuere einen einzigen Fahrer sogar bloß. Also nur einen einzigen Fahrer. Ich habe das irgendwann vor Jahren mal gespielt und hier jetzt auch mal ganz kurz angetestet, damit ich weiß, wie das Menü funktioniert. Aber unterm Strich muss ich sagen, ist das ziemlich neu für mich. So, wir stellen jetzt erstmal den Fahrer ein. Wir heißen natürlich Slevin Slevin. Die Frage ist jetzt hier, welches Gesicht wir wählen wollen. Das haben sie leider immer noch nicht wirklich großartig bearbeitet. Die sehen alle, naja, eigentlich alle ziemlich ähnlich aus. Bisschen mehr Bart, bisschen andere eine Gesichtsform, aber das ist doch alles relativ gleich. Schade, finde ich immer noch schade, dass die noch nicht die echten Gesichter auch von Profifahrern mittlerweile entwickelt haben. So, was machen wir jetzt? Land? Wie wähle ich das? So. Ja gut, wir könnten jetzt, ja komm, lass uns den deutschen Fahrer machen. Wir wollen der zweite Tour de France-Sieger nach Jan Ullrich werden. Lass uns das doch einfach so machen. So. Wir kommen aus Bayern, da haben wir die schönen Berge. Ich hoffe, dass das mit reinspielt in den Fähigkeiten. Ich glaube es aber nicht. Die Größe spielt Größe und Gewicht eine Rolle? Wahrscheinlich schon, wenn wir Bergfahrer werden wollen. Heißt also, sagen wir mal, wir sind relativ klein mit 1,75. Wie viel wiegt man denn dann so? 50 ist zu wenig, ne? 55? Ich glaube, das ist auch wenig. Egal. Gesichtsbehaarung? Ja, komm. Passt soweit. So, und jetzt können wir auswählen, welche Spezialisierung wir haben wollen. Die Hauptachse wäre wahrscheinlich Etappenrennen. Der Fahrer ist äußerst vielseitig und brilliert vor allem in den Bergen und beim Zeitfahren. Der perfekte Fahrer, wenn man davon träumt, ein Rennen wie die Tour de France zu gewinnen. Genau, absolut richtig. Die Frage ist, was ist die Zweitachse? Wir könnten da natürlich mehr auf die Berge gehen. Zeit von 67. Was wäre jetzt, wenn wir auf Puncher gehen? Zeit von bleibt bei 67. Die Hügel würden dann steigen. Ja, ich würde schon gern schauen, dass wir am Berg einfach noch besser werden. Denn um die Tour de France zu gewinnen, musst du am Hügel jetzt nicht unbedingt so wahnsinnig stark sein. Potenzial ist natürlich großer Champion, denn wir wollen ja wirklich eines Tages die Tour de France gewinnen. So, das ist erstmal die Standardeinstellung. Ach, jetzt wählen wir ein Team aus. Ich kann nur von den drei wählen, das ist ja krass. Okay. Also Kernfarmer wäre ein spanisches Team. Wir gehen aber natürlich zu einem deutschen Team, weil wir ja ein deutscher Fahrer sind. Das heißt, wir fangen bei den Maloja Pushbikers an, würde ich sagen. Ja. Ein Jahresvertrag. Wir sind der beste Fahrer bei den Etappenrennen und der beste Bergfahrer. Und das wären wir bei den anderen Teams definitiv nicht. Ja, das ist ja auch ein Continental Pro Team. Nee, wir fangen schon ganz unten an. Wir wollen das Ganze schon wenigstens einigermaßen realistisch haben. Die Maloja Pushbikers haben uns also jetzt quasi entdeckt. Und jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Wie gesagt, ich habe das vor Jahren mal ausprobiert. Und dachte mir, ich mache das jetzt auch mal im Stream. Und habe nur mal kurz das Menü durchgeschaut. Da ist schon ein bisschen was anders, als wenn man die normale Karriere spielt mit einem ganzen Team. Von daher muss man da erstmal reinkommen. Wir haben hier unten jetzt auch zum Beispiel uns abgebildet. Und hier muss ich jetzt dem Trainer antworten. Okay, also schauen wir gleich mal zu den E-Mails. Willkommen in unserem Team. Eine schöne Saison zum Vorbereiten. Ja, jetzt ist die Frage. Genau, das ist nämlich neu, die Wintervorbereitung. Und wie lief es diesen Winter? Ich kann jetzt nämlich sagen, ich habe mich intensiv vorbereitet und will gleich bei den ersten Rennen voll gut mit dabei sein. Oder ich sage, nö, ich bin nicht so gut vorbereitet und ich werde eher im Frühjahr dann langsam in Form kommen, beziehungsweise später sogar noch. Nee, ich bin schon gut in Form, würde ich sagen. Wir wollen direkt von Anfang an zeigen, was wir können. So, was können wir jetzt noch machen? Wir gehen mal die Menüs durch, würde ich sagen. Also Dashboard ist hier der Überblick. Hier sehe ich dann auch meine ganzen Erfolge, würde ich mal sagen. Welche Trikots ich schon getragen oder gewonnen habe. Ja, gewonnen habe, steht hier. Dann haben wir die Fahrerinfo. Da sehen wir dann, bei welchen Teams wir waren.
jetzt gehen wir uns stärken. Berg haben wir schon 69, Zeitfahren schon 67. Also das ist schon nicht so schlecht für den 19-jährigen Jungen. Schlecht ist natürlich Ausdauer, Zähigkeit und Regeneration. Das muss natürlich nochmal ordentlich besser werden mit der Zeit. Gut, Ergebnisse und Karriere, da haben wir natürlich noch nichts stehen. Hier sehen wir die Fähigkeiten. Das habe ich noch nicht ganz verstanden, was das bedeutet. Ich kann da, glaube ich, irgendwelche Dinge freischalten. Bin aktuell Stufe 1 und kann Fähigkeitspunkte vergeben. Ja, das würde ich sagen, befassen wir uns damit, wenn wir mal Fähigkeitspunkte haben. Training kann ich ab dem 2. Januar machen, okay. Und hier ist der Kalender. Das ist so mit das wichtigste zentrale Feature, würde ich sagen, welches es gibt. Denn ich kann jetzt mit Punkten, ich habe 0 Punkte aktuell, kann ich jetzt entscheiden, wo ich mitfahre und wo nicht. Wenn ich jetzt keine Entscheidungen treffe, dann starte ich direkt mal hier bei Gravel and Tar. Das ist schon mal ein krasser Einstieg in die Profikarriere, denn das ist natürlich überhaupt nicht unser Ding. Mega Kopfsteinpflaster und Gravel natürlich auch schön Schotterpassagen. Ja, das ist natürlich krass. Eigentlich würde ich da nicht dran teilnehmen wollen, aber das würde dann 3 Punkte kosten, wie wir hier sehen. Und die kann ich mir natürlich nicht leisten. Das heißt, ich muss da jetzt erstmal teilnehmen. Und dann würden wir in Alanya fahren, in der Türkei. Und dann hier wieder in der Türkei, okay. Ja gut, ich kann jetzt eh nichts ändern, das heißt, wir ignorieren das erstmal. Aber hier werden wir natürlich nicht wirklich erfolgreich sein können. Was haben wir dann hier für ein Rennen? Ja, das liegt uns schon eher. Gut, dann gehen wir weiter. Team, das sehe ich jetzt unser Team. Das ist ein sehr kleines Team. Vorwiegend natürlich mit deutschen Fahrern bestückt. Muss man jetzt nicht unbedingt kennen, wenn man sich jetzt nur im Profi-Radsport auskennt. Aber wir sehen schon vom Alter her, da sind schon einige erfahrene Männer mit dabei. Und wir sind da das junge Küken, das jetzt sehr, sehr talentiert sein soll. Natürlich. Die meisten ohne Vertrag nächstes Jahr. Da gibt es ja ansonsten nichts zu sehen. Anfragen. Aha, was kann ich hier machen? Anfragen für ein Rennen müssen im Vormonat gestellt werden, außer für Rennen im Januar. Okay, ich erfülle noch nicht die Anforderungen. Ah ja, okay, da kann ich wahrscheinlich meine Teamkollegen mit nominieren für gewisse Rennen, wenn ich die dort haben möchte. Aber da muss ich natürlich erstmal das Standing eines Captains bekommen. Schätze ich mal, dass es das hier bedeutet. Gut, hier sieht man dann die Ergebnisse, das ist jetzt noch relativ uninteressant. Und hier kann man dann sich, ja, das ist wie so das große Suchfeld, kann man sich durch die Teams klicken und kann sich die ganzen Rennen anschauen, alle Resultate, Profile und so weiter. Aber das brauchen wir jetzt erstmal noch nicht. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zum 2. Januar, denn dann kann ich ja hier diese Geschichten hier einstellen. Das ist jetzt, glaube ich, das Wichtigste hier, das Training. So, das weiß ich noch überhaupt nicht, wie das funktioniert. Was kann ich hier machen? Wochen schalten, ah, okay. 2. bis 8. Und hier, wenn ich drauf drücke, was passiert dann? Kann ich hier was machen? Was ist, wenn ich das rüberziehe? Ah. Oh. Okay. Stopp. Was kann ich hier machen? Allgemeines Training. Legen Sie die Ziele A und B fest, um Ihre Vorgaben zu machen. Je mehr Fortschritte Sie machen, desto mehr können Sie diese Zeiten optimaler Fitness verlängern. Die anderen Blöcke werden von Ihrem Trainer gesetzt. Okay, ich kann hier also Erholung reinziehen. Ah, okay. Und hier kann ich mich ganz gut in Form bringen und hier kann ich mich richtig krass in Form bringen. Okay, das richtig krass in Form bringen machen wir erstmal nicht, denn ich weiß ja noch gar nicht, was wirklich unser Saisonziel ist. Ich würde sagen, so ein bisschen in Form bringen tun wir uns jetzt gleich zur Saisonbeginn. So. Kann ich das noch manuell ändern? Nö, ich kann es nur rauslöschen scheinbar. Und wenn ich da draufklicke mit links, kann ich auch nichts machen. Okay, und was bedeutet jetzt wöchentlich? Hier kann ich jetzt scheinbar noch kleine Nuancen machen. Die Aktion hängt von dem Block ab, in dem sie sich befinden. Je näher sie am Ziel kommen, desto weniger Aktionen stehen ihnen zur Verfügung. Während der spezifischen Vorbereitung haben sie eine begrenzte Anzahl von Aktionen. Okay, zum Beispiel physisch. Okay, ich gewinne 5 XP im Monatswechsel. Am 2.1. beträgt der Gesamtgewinn für den nächsten Monat 0 XP. Okay, hier kann ich spezifisch entscheiden, was ich trainieren möchte. Ja, Etappenrennen zum Beispiel trainieren wir. Natürlich, was hätten wir hier noch?
Die Prozente kann ich nicht ändern, ne? Dann haben wir hier Bergfahrertraining, Zeitfahrertraining, Ausreißertraining, rennspezifische Vorbereitung. Okay. Soziales Leben. Da kann ich Zeit mit Freunden verbringen. Okay. Das habe ich im Winter gemacht. Ich würde sagen, das brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Sprinter brauchen wir nicht. Nordklassiker. Na gut, Nordklassiker wäre für das erste Rennen gut. Okay. Ja, Puncher. Denn das brauchen wir, glaube ich, in der Continental Tour eher als Bergfahrer sogar. Deswegen schauen wir jetzt erstmal, dass wir Puncher trainieren. Und hier kann ich nichts hinziehen. Okay. Gut, lassen wir mal so. Wenn ich jetzt eine Woche weiterschalte, verschwinden die natürlich wieder und ich kann jetzt hier wieder neue auswählen. Da sind wir dann kurz vor unserem ersten Höhepunkt. Was ist hier nochmal physisch? Ja, wir trainieren hier nochmal ein bisschen die Füße. Die Physis. So ist es richtig, die Physis. Und nochmal Puncher. So, und wenn ich jetzt eine Woche weiterschalte, da gibt es nur noch ein Slot, weil das natürlich hier voll ist mit Formaufbau. Dann machen wir nochmal Etappenrennen. Wenn ich einmal weiterschalte, gibt es wieder nur eins. Ja, da verbringen wir jetzt, was ist das? Vertragsgespräche. Ermöglicht es, die Anzahl der Kontakte, die von Interesse sind, zu erhöhen. Und so die Chance, ein bestmögliches Team zu finden. Brauchen wir noch nicht. Da verbringen wir dann Zeit mit Freunden, würde ich sagen. So, und wenn wir wieder eine Woche weitergehen, machen wir wieder Physis. Okay, da können wir richtig viel trainieren. Machen wir Etappenrennen. Machen wir natürlich nochmal Puncher. Und, was war das nochmal? Ausreißer. Ja, lass uns das noch nehmen. Das dürfte die Zähigkeit ein bisschen erhöhen. So, das reicht erstmal. Das sind wir dann bis Mitte Februar schon mal beschäftigt. Und den allgemeinen großen Formaufbau, weiß ich gar nicht, ob wir da nochmal einen reinziehen. Machen wir einfach mal. Können wir ja noch ändern. Vielleicht können wir da sogar drei machen. Ich glaube, wenn es nicht Formaufbau A, sondern B ist, kann man da ruhig auch drei nehmen. Oh, wobei, das ist ja erst bis Juli. Nee, okay, dann tun wir den wieder raus. Lassen wir es erstmal so. So, dann geht's weiter. Hier ist Gravel and Tar. Ich würde sagen, da schalten wir jetzt direkt mal weiter. Ich hoffe nicht, dass ich was Wichtiges vergessen habe, ob ich noch irgendwas einstellen muss. Wenn ihr irgendwas erkennt, was ich falsch mache, wenn ihr schon Pro-Cyclist-Experten seid, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Es kann aber eine Weile dauern, bis dann eure Empfehlungen in den nächsten Videos zu sehen sind, denn ich nehme natürlich immer ein paar Videos am Stück auf und kann dann immer nicht sofort auf die Kommentare reagieren. Wie findet ihr das Trikot hier von den Pushbikers? Ich finde das mal was anderes. Sieht ein bisschen altmodisch aus, aber kann durchaus was haben. So altmodische Radsport-Trikots finde ich ja manchmal ganz schön. So, hier geht jetzt, glaube ich, die Form nach oben. Soll sie ja auch. Wir haben Fitness plus 1, Ermüdung plus 2. 94% Fitness haben wir schon. Okay, das heißt, wir sind schon echt gut im Saft. Würde ich mal sagen. Ermüdung steigt natürlich auch, aber die hält sich, glaube ich, noch in Grenzen. Ja, das sieht alles ganz gut aus. Das ist die Ermüdung mit 18%. Ja, das gefällt mir eigentlich. So, und jetzt bin ich sehr gespannt, wie das hier läuft. Ich kann natürlich keine Fahrer auswählen. Ich bin selbst automatisch ausgewählt. Und ich kann, wie gesagt, nur mich selbst steuern. Das schauen wir uns jetzt einfach mal an. So, los geht's. Muss ich Pause drücken? Ja, ich drücke jetzt erstmal Pause. Rennstrategie. Ich habe die Rolle des Wasserträgers. Du arbeitest deinen Kapitänen zu. Das ist eine wichtige Rolle, denn ohne treue Wasserträger kann man keine Strategie umsetzen. Ziel. Mit mindestens einem Wasserträger in der Gruppe 20 Kilometer lang an der Spitze der Gruppe bleiben. Okay, das verstehe ich nicht. Mit mindestens einem Wasserträger, also mit mir selbst, oder was? Oder meinen die jetzt den anderen hier unten? In der Gruppe 20 Kilometer lang an der Spitze der Gruppe bleiben. Heißt das, ich muss ausreißen? Oder was ist das? Er ist direkt verletzt. Was soll denn die Scheiße? Soll ich jetzt ausreißen? Meinen die eine Ausreißergruppe oder meinen die das Feld? Das ist schon mal unklar ausgedrückt. Aber cool finde ich die Trikots tatsächlich, denn die fallen wirklich auf. Okay, Slaven, du gibst an der Spitze des Pelotons ein lockeres Tempo vor, damit wir im Fernsehen zu sehen sind. Okay, das ist jetzt quasi meine Aufgabe. Ich soll vorne im Feld einfach ein bisschen rumdödeln. Ja gut, das machen wir jetzt. Mit Einsatz 65, oder? Da gibt es jetzt Angriffe. Ich lass mich hier im Fernsehen blicken. Wunderschön sehen wir aus mit der Sonnenbrille. Also das gefällt mir. Das sind wir. Schlanke 55 Kilo Kampfgewicht.
Das ist natürlich überhaupt nicht unser Terrain jetzt dann, wenn es hier so uneben wird. So, und jetzt muss ich wie viel Kilometer vorne fahren? 20 Kilometer. Was bedeutet das hier alles? Ich kenne mich noch nicht aus. Gucken wir mal, ob es hier ein neues Menü gibt. 20 Kilometer soll ich vorne fahren. Sehe ich irgendwo, wie viel ich schon vorne gefahren bin? Das wäre doch mal was. Wenige Teams am Start. Ja, ich sehe jetzt hier. Ach doch, 3 von 20 Kilometer habe ich schon geschafft, oder? Ja, das ist doch hervorragend. 4 schon. Ich habe das Ziel gleich erreicht, Leute. Das ziehen wir jetzt einfach eiskalt durch. Da unten steht es jetzt auch. Arbeitsziel 25% erreicht. 5 von 20 Kilometer. Okay, die wollen einfach mal, dass ich im Wind vorne fahre. Na gut. Ich wäre lieber ausgerissen, aber müssen sie selber wissen. Also, wenn ich das Kopfsteinpflaster überstehe. Hä? Soll ich ihn jetzt beschützen oder soll ich vorne im Wind fahren? Was labert er? Ich soll ihn nicht im Wind. Ich weiß nicht mal, wer er ist. Ach, krass. Okay. Ich kann gar nicht in die Gruppe vorschalten. Okay, ich habe jetzt die 20 Kilometer gearbeitet. Das heißt, ich bin jetzt fertig für heute. Oh, jetzt geht's los. Das habe ich ja gut getimt. Also, wenn ich dieses Kopfsteinpflaster-Gedödel hier, dieses Gravel-Gelumpe hier, wenn ich das überstehe, dann ist es am Ende mein Profil so ein bisschen. Da ist es nämlich schön hügelig. Oh, krass, ich sehe von den anderen Fahrern nicht mal die Statistiken. Ich weiß gar nicht, wer meine Gegner sind. Komm wieder zu mir, ich habe zu viel Wind, sagt er jetzt. Wer ist das denn? Wer ist denn er hier? Kann ich jemanden beschützen? Ah, ich kann jemanden beschützen. Jetzt müsste ich aber wissen, wer das ist. 14, oder? Den beschütze ich jetzt mal. Ich hoffe, das ist richtig. So, Ziel habe ich erreicht, ne? 22 Kilometer sogar. Ich habe jetzt das übererfüllt. So, und ich schütze jetzt den hier, 14. Ich hoffe, das ist der richtige Typ. Jetzt spulen wir mal weiter vor. Also, ich bin Wasserträger. Wir müssen uns damit erstmal zufrieden geben. Unser Captain hat plus 2. Heb dir deine Energie vorerst auf. Ich gebe dir Bescheid, wenn ich dich brauche. Ja, ich beschütze dich jetzt trotzdem. Der hat nämlich plus 2. Komm wieder zu mir, ich habe zu viel Wind. Ja, ist er der Captain? Schon, oder? Danke, Slevin, du kannst dich jetzt kurz ausruhen. Moment mal, Leute. Ich mache mal kurz Pause. Wie heißt er denn? Ich kenne den nicht. Ich google das jetzt ganz kurz. Moment mal, bleib mal kurz dran. Ich google den jetzt. Ich will wissen, ob der so aussieht. Ja, das ist er. Das ist er doch. Filippo 14. Da haben wir ihn doch. Den schütze ich. Sehr schön. So, also, weiter geht's. Komm wieder zu mir. Ich bin die ganze Zeit bei dir. Was labert er? Das stört mich schon mal. Jetzt kann ich wieder ausruhen. Okay, das wechselt jetzt die ganze Zeit hin und her. Das ist natürlich schon ein bisschen nervig, muss ich sagen. Ich schütze ihn ja die ganze Zeit. Jetzt muss ich wieder zu ihm kommen. Ich bin doch bei ihm. Das ist schon mal nicht so gut. Kleine Kritik an diesem Modus. Das gefällt mir nicht so. Jetzt muss ich mich wieder ausruhen. Also, wir haben eigentlich keine Probleme, da vorne mitzufahren. Aber die Zähigkeit und Ausdauer ist bei uns natürlich grottenschlecht. Das muss man schon sagen. Habe ich ein neues Ziel bekommen? Nein. Also, die Balken sind noch relativ vorhanden. Obwohl ich den Kollegen hier schütze. Ja, jetzt ist der rote Balken weg bei uns. Wir haben jetzt leichte Mühe. Oh, das nächste Stück, glaube ich, überstehen wir nicht mehr. Da ist der 14 deutlich besser. Wir können ihm nicht mehr viel helfen. Der ist ja auch wuchtig, der Typ. Schaut euch mal an, der ist ja doppelt so breit wie ich. Der ist wie ein Lastwagen und ich bin so ein kleiner Smart. Oh, der Balken verschwindet langsam. Eieiei. Aber ich kann nicht viel machen. Ich schütze meinen Captain. Wenn ich dann drauf gehe, ist es egal. Wir müssen hier edlen, treuen Wasserträger spielen. So, wir ruhen uns nicht aus, wir schützen ihn weiter. Der hat vielleicht sogar Siegchancen, wir wissen es nicht. Ich sehe auch seine Statistik leider nicht. So, jetzt kommt das nächste Kopfsteinpflaster, beziehungsweise Gravelstück. Da werde ich jetzt dann gleich meinen Energieriegel benutzen. Dann kann ich vielleicht da auch noch mit drüber kommen. Weil ich glaube, dann ist es schwer, mich abzuhängen. Hügel haben wir 64. Also das ist, glaube ich, für die Gegner dann gar nicht so leicht, uns abzuhängen. Die Gruppe hat noch 2 Minuten Vorsprung. Die könnte sogar durchkommen. Wir verpflegen uns jetzt dann. Ist es schon soweit? Ja, jetzt verpflegen wir uns.
Denn gleich kommt das Gravel-Stück und ich hoffe, dass wir dann dranbleiben können. Der Balken ist wieder schön gefüllt. Wir schützen Fortin richtig gut. Wir gehen aus dem Sattel. Das kostet Kraft. Oh, das überstehen wir nicht. Das dauert noch ganz schön lang, das Gravel-Stück, und das können wir nicht. Ja, jetzt können wir Fortin leider nicht mehr schützen. Ich stelle jetzt trotzdem mal ein, dass ich hier versuche, dran zu bleiben. Mit 99. Jetzt wirkt der Energieriegel gleich. Ich muss da irgendwie mit drüber kommen. Ja, es sind schon noch ein paar hinter mir. Der Balken füllt sich langsam wieder, das ist gut. Ich stelle mal ein bisschen weniger Energie ein. Der füllt sich wieder, jawohl. Aber der gelbe Balken ist gleich weg. Das ist, glaube ich, noch schlimmer. Wenn der gelbe Balken weg ist, ist dann, glaube ich, bald zappenduster. Aber es ist natürlich auch mies, dass man uns zu so einem Rennen schickt hier als erstes. Das liegt uns ja überhaupt nicht, dieses Gravel. Aber wir sind immer noch im Hauptfeld. Jetzt sind wir A1. Aber da fehlt nicht viel, da kommen wir wieder ran. Hier ist ein anderer Teamkollege von uns aus Dänemark. Da fahren wir wieder ran vorne, oder? Komm schon, die Lücke hier schließen. Oh, das wird eng. Nein, das schaffe ich nicht mehr. Nee, ich schaff's nicht mehr. Da vorne ran. Die anderen helfen mir auch nicht, die sind alle im Eimer. Hier ist noch ein Teamkollege. Der kann mir doch auch mal helfen jetzt hier. Fahr mich mal wieder ran, Junge. We've got 15 kilometers to the finish line. Fahr mich ran, Junge! Nee, der macht auch gar nichts. Da vorne ist das Feld. Ich kann jetzt leider nicht zugucken, ob unser Teamkollege gut abschneidet. Es sind noch 15 Kilometer, aber guckt euch mal seine Energie an. Plus zwei Tagesform. Ich glaube, der Fortin gewinnt das Ding. Hier fahren wir jetzt einmal durch das Ziel durch. Ja, ich glaube, wir sind fertig. Oh, wir kommen vielleicht nochmal ran. Kommen wir da nochmal ran? Das Team hier ist zu dritt am Start. Die könnten uns doch ranfahren. Ich glaube, da kommen wir nicht mehr ran. Das wird es für uns leider gewesen sein. Wir können höchstens bei dem Anstieg nochmal versuchen vorzufahren, aber der Abstand ist zu groß. 1,10. Da vorne sind die, da wird jetzt auch... Ja, da wird jetzt auch der Malmberg abgehängt und der Bertazzo kommt auch nicht mehr mit. Und Fortin ist in der A1-Gruppe. Warum das denn? Der hat mega Balken am Start. Jetzt ist er wieder im Feld. Ja, und ich werde hier jetzt gleich abgehängt. Okay, wir chillen jetzt, würde ich sagen. Wir chillen jetzt, wir ruhen uns jetzt aus. Wir lassen jetzt die Gruppe hier ziehen, wir kommen eh nicht mehr nach vorne. So, der Fortin ist da vorne. Es ist schade, dass ich nicht zugucken kann. Aber ich glaube, der Fortin, der hätte eine Chance. So, ich erhole mich jetzt wieder, dass ich vielleicht auch für die nächsten Etappen wieder am Start bin, für die nächsten Rennen. Das hier ist ja ein Eintagesrennen. Fortin ist wieder im Feld, aber das Feld hat 2 Minuten Rückstand. Also da wird irgendjemand vor dem Feld sein und der wird durchkommen. Ich weiß jetzt leider nicht, wer das ist. Jetzt geht's nochmal bergab, aber das Feld wird nicht mehr rankommen. Ach so, die sind ja schon im Ziel. Wo ist Fortin? Der ist ja nirgends. Ach komm, die ganze Arbeit umsonst oder was? Wo ist denn der Fortin jetzt hingefahren? Zehnter. Ach, hier ist er ja. 10. Platz. Okay. Ist das gut? Weiß man nicht, ne? Ich sehe nicht mal seine Statistiken. Das ist krass. Okay, der war aber in der Verfolgergruppe. Ich würde mal sagen, da vorne, das waren die Ausreißer. Und das war das Peloton. Und da ist er nicht schlecht gewesen. Da ist er auf Platz 5 gefahren. Das finde ich okay. Ja, und wir sind irgendwo Letzter oder so, ne? Hier, 71. mit 6 Minuten Rückstand. Macht nichts. Wir haben uns erholt. Das war schon ein ganz guter Auftakt. Glückwunsch. Durch Ihre Leistungen im folgenden Rennen haben Sie neue XP erhalten. Gravel and Tar. Erstes Rennen abgeschlossen in Continental. 10 Punkte habe ich jetzt bekommen. Gravel and Tar. Oh, da gibt es immer so ein Recap. Das ist schön. 24 von 20 Kilometer habe ich geschafft. Sehr gut. Einschätzung der Arbeit, außergewöhnlich. Wertung des Rennens, bester Wasserträger. Ihr Manager ist mit dieser Leistung besonders zufrieden. Ja, er ist 10. geworden und das war auch mit meinem Verdienst. Okay, die Managerzufriedenheit steigt und Fortschritt 16 Punkte. Okay, das heißt, ich brauche noch
26 Punkte oder was? Bis Stufe 2? Irgendwie sowas. Okay. Das haben wir soweit verstanden. Ich würde sagen, wir gehen jetzt vor nach Alanya und dann fahren wir das Ding hier. Das ist wieder ein Eintagesrennen. In der nächsten Ausgabe. Das war's jetzt erstmal zum Auftakt dieser Pro-Cycling-Karriere. Pro-Cyclist-Karriere natürlich. Ich hoffe, euch gefällt es. Und ich werde da jetzt, denke ich mal, einmal die Woche eine Ausgabe bringen. Parallel wird es ja auch eine ganz normale Karriere geben und natürlich die Multiplayer-Events mit W. Also, hier gibt es einiges auf Slevenstream Sport. Wenn ihr noch kein Abo dagelassen habt, macht das gerne. Mich wird das sehr, sehr freuen. Ansonsten schaltet wieder ein, wenn es heißt Slevenstream Sport.